Schon beim Fühlen zeigt sich hier der Unterschied. Die Arbeitsfläche sollte bei der Wahl der Küche nicht unterschätzt werden. Sie entscheidet unter anderem darüber, ob die Küche warm oder kalt, gemütlich oder modern wirkt. Und Arbeitsflächen müssen sich nicht nur gut anfühlen, sondern sich in der Küche auch vielen Herausforderungen stellen. Keramik gilt als das robusteste Material, ist aber auch das teuerste. Der Markt bietet daher heute für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas. Also von der klassischen Arbeitsplatte spricht man ja dann, wenn der Untergrund einfach Spanplatte ist, obendrauf kommt dann eine Schichtstoffoberfläche und die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie ja nicht so extrem widerstandsfähig ist. Dann haben wir eine Glasarbeitsplatte, Glas sagt schon das Wort Glas aus. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Elementsteinplatte zu nehmen. Elementsteinplatte ist ein Naturprodukt, zeichnet sich durch immer gleichmäßige Farbgebung aus. Klassisch auch dazu ist das Naturprodukt Granit. Granit ist natürlich was für Individualisten, denn dieser Stein, der dann der Edelfeld drauf hat, den gibt es nur einmal. Ist ausgezeichnet dann auch durch die unterschiedlichen Muster, was wir da drin haben. Und dann gibt es zum Schluss noch die Platte aus Keramik. Keramik ist sehr, sehr widerstandsfähig und das ist für Menschen auch gedacht oder für Kunden auch gedacht, die sagen, nee, ich möchte eine Blauarbeitsplatte, die komplett pflegeleicht ist, ja, mit der ich auch drüber kratzen kann oder auch was verlieren kann, ohne dass irgendwas aufgesaugt wird. Bei der Wahl der Arbeitsplatte gilt es also vorab zu überlegen, wie die Verhältnisse zu Hause sind. Wird die Küche viel genutzt und stark beansprucht, dann eignen sich robuste und pflegeleichte Oberflächen wie Keramik oder preisgünstiger klassische Arbeitsflächen aus Spanplatten in Holz- oder Betonoptik. Sie sind pflegeleicht, dafür aber empfindlicher gegen Hitze und Kratzer. Arbeitsplatten haben aber nicht nur eine praktische Funktion, sie beeinflussen auch die Optik. Das Material und das Design sollten deshalb zur Kücheneinrichtung passen. Besonders beliebt und in vielen Ausführungen erhältlich, Granit. Granit ist natürlich ein Naturprodukt, welches die Küche sehr, sehr wertig macht. Bedeutet aber auch, dass sie natürlich auch ein bisschen pflegeintensiver ist. Kennen wir vielleicht auch vom Ledersofa her, einfach von Naturprodukten. Granit ist auch ein Produkt, das dann nur einmal gibt. Das bedeutet, wenn wir uns einen Stein anschauen, ein Muster, heißt es nicht, dass wirklich die Platte nach dem Muster daran kommt, sondern die Natur produziert es ja individuell, so wie jeder Einzelne von uns auch individuell ist. Individualität hat aber auch ihren Preis. Für eine Arbeitsplatte aus Granit muss man mit rund 250 Euro pro Meter rechnen. Der Preis kann also ausschlaggebend sein. Wichtig ist am Ende aber, dass die Arbeitsfläche gefällt und sich die Entscheidung gut anfühlt.